Galopprennsport. Saga Altheis habe ich euch schon ein bisschen vorgestellt. Der 6-jährige Wallach hat 2 Rennen dieses Jahr schon gewonnen, führt damit die Statistik der erfolgreichsten Pferde in 2020 an, was natürlich an so einem 24. Januar noch nicht besonders aussagekräftig ist. Aber seine Trainerin ist sehr interessant. Sie ist Vielseitigkeitsreiterin, somit auch wirklich ein gutes Bindeglied zwischen der Reiterei und dem Galopprennsport. Und sie ist sehr fasziniert von den Vollblutpferden. Und sie erzählt uns in diesem Interview, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, wie sie ihre Pferde trainiert und vor allem, was sie an den Vollblutpferden so toll findet. Wir sind ja auch die letzten Jahre immer auf der Hindernisbahn mit unseren Pferden unterwegs gewesen, sodass wir in dem Flachrennbereich halt noch so ein bisschen ein unbekannter Name sind. Wie viele Pferde haben Sie denn im Training? Wir haben momentan 4 Pferde im Training. Also alle Perspektive auch auf die Hindernisrennen. Aber jetzt haben wir einen, der gut die deutschen Sandbahnen kann. Dann gehen wir auch im Winter weiter und trainieren, solange das Wetter das hergibt. Was fasziniert Sie denn an diesem Sport? Warum macht man sowas? Wie kommt man dazu? Also ich bin von meiner reiterlichen Vorbildung her als Vielseitigkeitsreiterin halt Jahrzehnte sozusagen unterwegs gewesen, auch auf internationalem Level, und habe aber immer schon so ein Auge auf die englischen und französischen Hindernisrennen gehabt. Und dann war es mein Traum, so mal ein Hindernispferd zu trainieren. Und so bin ich halt in den Rennsport reingerückt. Und natürlich gehört zum Hindernisrenntrainieren auch, dass die in verordentliche Arbeiten gehen. Und dann gehen die als Konditionsrennen auch bei uns, die Hindernispferde, immer mal ein Flachrennen. Und ja, so sind wir jetzt in den Sport dann so reingerückt. Mir macht es insbesondere viel Spaß, Pferde auf einem gewissen Leistungsniveau fit zu trainieren und dann auch die antrainierte Leistung sozusagen dann auf den Punkt abzufragen. Genau. Und was haben Sie für Erfolge in der Vielseitigkeit? Also ich bin auf internationaler Ebene bis 2-Sterne-Prüfungen bin ich geritten. Also heute wären das, glaube ich, sogar 3-Sterne-Prüfungen, weil da jetzt inzwischen gab es 4 Sterne, jetzt gibt es sogar die 5-Sterne-Vielseitigkeit. Also ich habe auch in Belgien Vielseitigkeit gewonnen, in Holland viel geritten. Also wir kommen aus niedersächsischen Zeiten, da gibt es auch noch so eine Anekdote, der Professor Gerhard Sübrecht, mit dem bin ich früher zusammen Vielseitigkeit geritten. Und da kenne ich also auch eigentlich einige, die halt im Vollblutsport, die ich dann wieder getroffen habe, weil die halt auch früher Vielseitigkeit geritten sind, das ist eigentlich auch ganz nett. Also der Vollblüter und die Vielseitigkeit hängen ja nun mal eng zusammen. Wie muss man sich Ihre Trainingsanlage vorstellen? Wo kommen Sie her? Also wir kommen aus Brüggen, das ist im Kreis Viersen, kurz vor der holländischen Grenze auf der Höhe Venlo. Und wir haben eine kleine Anlage, eine 500-Meter-Bahn und fahren 1 bis 2 Mal zum Arbeiten nach Weilerswiss zu Christian von der Recke, reiten da unsere Arbeiten, die schnellen Arbeiten, und das Konditionstraining und auch das Springen machen wir inzwischen zu Hause. Was fasziniert Sie an dem Vollblut? Was ist anders als an Reitpferden? In der Vielseitigkeit sind ja auch mal Vollblutpferde unterwegs. Ich bin immer sehr blutgeprägte Pferde, auch reine Vollblüter im Sport geritten. Einfach diese Sensibilität und dieses, dass man mit dem Pferd einfach so eng zusammenwächst und diese geballte Kraft, die man dem Pferd dann irgendwo so antrainieren kann, und dieses Leistungsvermögen und der Leistungswille und dieses, das Pferd, das hat einfach viel Herz, das will dann seine Leistung auch geben, und das fasziniert mich an dem Vollblut selber. Wo ist denn genau jetzt der Unterschied zu einem Hannoveraner meinetwegen oder einem Holsteiner oder einem Vollblut? Was unterscheidet diese Pferde voneinander? Auch optisch. Also Vollblüter und blutgeprägte Pferde stehen natürlich in einem etwas leichteren, beweglicheren, sag ich mal so agileren Typ. Sie lassen sich also schneller eigentlich auf einen Leistungshöhepunkt hintrainieren, weil sie einfach von ihrer Zuchtgeschichte her auch ja darauf selektiert wurden und haben einfach eine viel schnellere Auffassungsgabe. Sie sind einfach, muss man sagen, intelligenter. Also ob das jetzt der Vollblüter an sich ist oder halt Vollblutabkömmlinge. Die Trakehner sind auch, also sind sehr vollblutgeprägte Pferde, die halt auch, da muss man ein Händchen für haben, das sind sehr feinfühlige Pferde, und die geben wirklich nachher alles für ihre Pferde, wenn es darauf ankommt. Also das fasziniert so, für ihre Besitzer, Entschuldigung, ja. Sie schwärmen jetzt so, und trotzdem haben die Vollblüter in den Reitstellen oft so einen schlechten Ruf. Wie kommt das? Und das liegt daran, dass eigentlich viele nur mit so, sag ich mal, ganz normalen Pferden, also Warmblütern oder Freizeitpferderassen, halt in den Reitstellen konfrontiert werden. Und der Vollblüter ist intelligenter, der möchte mehr gefordert werden, der möchte mehr beschäftigt werden. Und das passt halt häufig in so einen normalen, sag ich mal, Standard-Reitstall nicht so gut rein. Also viele Besitzer, die sich einen Vollblüter kaufen von der Bahn, sind ja auch leider häufig Besitzer, die ein günstiges Pferd suchen und dann halt im Vollblutsport landen bei den Pferden und aber die reiterliche Vorbildung dann auch nicht, oder dass das Handling mit dem Pferd einfach so, denen das noch nicht im Blut liegt oder sie es einfach noch nicht gelernt haben. Und das ist dann die Schwierigkeit, dass solche Pferde dann im Reitstall einen schlechten Ruf bekommen, weil dann funktioniert es nicht gut, das sind wir nachher als Spinner abgetan oder haben einfach oft einen schwierigen Stand. Und ich habe ja
ja auch schon, also mehrfach, und das liegt mir halt auch daran, dass, wenn ich meine, Rennpferde werden bei mir auch normal wie Reitpferde geritten, die gehen auch auf den Reitplatz, sodass ich immer denen schon ein Grundgerüst mitgebe für ihre spätere, zweite, sag ich mal, Karriere unter dem Sattel. Und da muss man natürlich gucken, dass man dann einen passenden Reiter bekommt, der auch ein bisschen feinfühlig ist, der eine gewisse reiterliche Vorbildung hat, oder aber einen Reitlehrer, Reitlehrerin an der Hand, der sich mit solchen Umschulungen, das sind einfach Umschulungen fürs Pferd, auskennt. Oder aber das Pferd muss zum Reiter passen, will ich damit sagen. Und das ist halt oft das Schwierige. Da wird einfach nur ein Stück Pferd gekauft und das ist halt ein Reitpferd und daran hapert es dann häufig schon. Also einfach geht die Umstellung nicht, aber gibt es irgendetwas, was Vollblutpferde nicht können, oder können die theoretisch alles? Die können alles. Das haben ja Vollblüter auch schon gezeigt, dass sie schon in hoher Klasse Dressur gegangen sind, Springen gegangen sind. In der Vielseitigkeit, das ist natürlich ein prädestiniertes Pferd für die Vielseitigkeit, wenn es ein bisschen Größe und Gangvermögen mitbringt. Springen kann fast jedes Vollblut, einfach von der Galoppade her liegt denen das Springen auch im Blut, sodass man da also eigentlich alle Reitsportsparten. Es gibt auch Pferde, die unterm Westernsattel Reining-Prüfungen gehen oder Barrel Race. Bei den Kutschpferden wird es vielleicht dann schon etwas dünner. Doch, Kutschpferde gibt es auch. Aber es gibt auch Kutschpferde, die wirklich Rennpferde. Aber das ist jetzt nicht so die Regel. Ne? Aber die kann man für alle Disziplinen benutzen. Es sind ja nach einer gewissen Umschulungsmaßnahme, und da muss man immer eigentlich so eine Zeit auch vom Jahr oder anderthalb rechnen. Es ist wie mit einem jungen Pferd von der Pike auf wieder anfangen. Das Pferd muss eine ganz andere Balancehaltung unterm Reiter. Es hat ganz andere Muskulatur, muss es zur Verfügung haben für die neue Reitpferdenutzung, sodass man das nicht von jetzt auf gleich halt so eine Umschulung machen kann, sondern es ist einfach eine Entwicklung. Und dann macht der Vollblüter alles mit. Die Jachtpferde kenne ich auch, die einige Vollblüter, die Jachtpferde geworden sind, also hinter der Meute, also je nach Veranlagung, das ist wie im normalen Warmblutsport auch, da gibt es auch Pferde, die halt für Dressur, für Springen, für Vielseitigkeit mehr geeignet sind, und so findet man das unter den Vollblütern auch. Ich habe einen Vollblüter verkauft, der geht jetzt Hohe Schule Dressur mit spanischem Schritt und allen Seitwärtsgängen und Pirouetten und alles. Das ist Mountain Cougar. Der war wohl nicht bei uns im Rennsport, aber der war in Norwegen bei der gelaufen. Den haben wir über einen Stall von der Recke damals gekauft. Damals noch, als ich Vollblüter gekauft habe zum Umschulen für den Reitsport. Ja, und so sind wir dann da halt beigeblieben. Und dann diese oft ja auch unerfahrene Pferdemädchen, die diese Pferde dann am Stall haben, die zeigen dann mit dem Finger auf dem Rennsport. Das ist ja eigentlich komplett falsch dann. Genau, ne? Das ist auch falsch. Also man muss die Öffentlichkeit einfach ein bisschen dafür auch vielleicht begeistern, dass man eigentlich, wenn man sich einen Vollblüter von der Bahn kauft, sich das wie ein ziemlich rohes dreijähriges Pferd vorstellen kann, und dass man den dann vier- oder fünfjährig, also oder dann den Vollblüter halt zwei Jahre später, dann auch nach einer gewissen Ausbildung und Umschulungszeit dann halt auch für alle Sparten nutzen kann. Aber das heißt auch, dass ein gewisses reiterliches Vermögen und Erfahrung da sein muss. Ein weiterer Kritikpunkt ist ja auch, dass die Vollblüter doch so früh angeritten werden, also auch schon zweijährig Rennen laufen. Mhm. Da sagen ja auch wirklich, ich meine, selbst meine eigene Nichte, die auf so einem Tierschutzhof reitet, die hat sich geweigert, mit auf die Rennbahn zu kommen, weil die sagt, oh Mensch, die reiten die so früh an und dann haben die einen Senkrücken und sind völlig kaputt. Da habe ich gedacht, ist das denn überhaupt ein Vollblutpferd, von dem du redest? Das wusste sie gar nicht. Das sind einfach nur so Vorurteile, die da so wirklich, auch gerade durch die sozialen Medien geistern. Wie stehen Sie denn dazu, dass schon zweijährige Pferde Rennen laufen? Ich sag mal, wir betreiben ja den Vollblutsport jetzt als Besitzertrainer halt eher mit älteren Pferden, aber es ist ja schon so, dass ein Zweijähriger, der Rennen läuft, auch eine gewisse tierärztliche Voruntersuchung durchlaufen muss, ob er überhaupt in der Lage ist, körperlich das Ganze zu laufen. Und insofern fallen ja, also ich weiß nicht, wo der Prozentsatz liegt, aber mindestens die Hälfte der Pferde schon mal durch, dass die dann gar nicht zweijährig laufen können, weil sie diese Voraussetzung gar nicht erfüllen und dann halt doch dreijährig erst debütieren. Und insofern ist das schon okay. Also der Vollblüter ist ja so, also ist ja als frühreifes Pferd, nicht alle Zuchtlinien, aber als frühreifes Pferd gezüchtet worden. Können wir jetzt noch mal ganz kurz, weil ich habe ja die echte Fachfrau hier. Können Sie mal so ein bisschen schwärmen über die Optik so eines Pferdes? Das sind ja auch wirklich absolute Athleten, ne? Genau. Und was halt häufig einen erstmal anspricht, ist diese leistungsgeprägte Kruppe, also wo diese geballte Energie und die Kraft für die Galoppade dann auch überhaupt erstmal möglich wird. Der Rücken soll gut bemuskelt sein. Die Pferde sollen halt auch einen guten Gang haben, weil ein Vollblüter, der keinen guten, lockeren Schritt oder einen schönen, lockeren Trab geht, galoppiert auch nicht frei über den Körper. Also das Pferd soll ja seinen ganzen Körper benutzen können, und dann bilden sich ja auch erst die Muskeln so aus, dass er nachher auch eigentlich seine volle Leistungsfähigkeit hat. Okay, wie viele Rennen haben Sie jetzt mit Vollblutpferden gewonnen? Oh, da muss ich jetzt gerade überlegen. Ich glaube, das ist jetzt unser... Also ich habe bislang dreimal Sonsbeck und zweimal Dortmund gewonnen. Sonsbeck können wir gut, weil ich auf meiner kleinen Bahn gut enge Bögen trainieren kann.
Und im Hindernisrennen glaube ich 3. Ist noch nicht so viel. Also noch nicht ganz zweistellig. Aber man gewinnt auch nicht so ganz. Nee, man gewinnt auch nicht so ganz leichten Rennen, würde ich sagen. Also ist doch das heute schon ein ganz toller Tag. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg heute mit Saga Alte. Dankeschön. Sowas sind die richtig tollen Momente im Rennsport. Da trifft man jemanden, den man eigentlich kaum kennt, von dem man wenig weiß, interviewt ihn und dann sprudelt es einfach nur so. Was für ein Plädoyer für die Vollblutpferde und für die Möglichkeiten, die